Beim Thema Vertragsverlängerung Lok Leipzig. Ich bin davon ausgegangen, du bleibst. Du bist davon ausgegangen, du bleibst. Aber heutzutage wissen wir es besser. Du bist nicht geblieben. Was war das Problem? Herzlich willkommen zur zweiten Gesprächsstunde auf chemiehalle.de. Wir haben uns diesmal wieder einen verdienten Ex-HFCer oder HFC-Spieler eingeladen. Herzlich willkommen, Sascha Pfeffer. Grüße, danke für die Einladung. Ja, ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, dass du für einen HFC gespielt hast. Deine aktive Karriere hast, oder aktive Karriere kann man nicht sagen, aber Laufbahn. die Profilaufbahn. Diesen Sommer beendet. Deswegen haben wir gedacht, Mensch, wir hatten letztens mit Toni jemanden, der die Karriere beendet hat und jetzt auf Landesklasse-Ebene weiterspielt. Ja, schnappen wir uns Nummer zwei. Du spielst ja, sagen wir, heute dein erstes Spiel für deinen neuen Verein. Vielleicht kannst du ja mal kurz was dazu erzählen. Ja, wo spielst du denn jetzt? Ich spiele jetzt bei Blau-Weiß Breda, Aufsteiger aus der Kreisoberliga in die Landesklasse. Und ja, hatte damals, ja, als es dann soweit war, dass ich aufgehört habe mit Fußball, ja, ist natürlich viel, viel eingeprasselt. Ja, was mache ich zukunftsmäßig? Hatte dann ja, das Glück, dass ich ja, in den Beruf einsteigen konnte und dadurch kam dann auch der Kontakt mit Blau-Weiß Brehna. Habe mich da mit dem Trainer getroffen und muss sagen, war Feuer und Flamme, hatte ein gutes Gefühl gehabt. Ist ein junger Trainer, der sehr ehrgeizig ist und das Projekt hat mir einfach gefallen und deswegen habe ich mich dann da für Brehna entschieden. Ja, du triffst ja da auch einen nicht gerade unbekannten Mitspieler, ne, für Lok, den Schinke. Ich denke mal, da wird als Aufsteiger wird's wohl dann vielleicht gleich oben angeklopft, obere Tabellenhälfte oder was sagt der Trainer? Naja, Klassenerhalt, wie sieht da die Zukunft aus oder was stellt ihr euch vor als Mannschaft? Wo wollt ihr hin? Naja, ich muss ehrlich sagen, jetzt ohne die Qualität von der gesamten Liga zu kennen, sage ich, sollte man schon oben mitspielen, auf jeden Fall. Weil ich denke, dass die Qualität in der Mannschaft schon, glaube ich, ganz gut ist. Hast, wie gesagt, mit dem Paul Schinke, mit mir, dann Tom Gründling, einer, der auch im Regionalligakader bei Chemie Leipzig war. Und ein paar andere, die schon auf Landesebene unterwegs waren, hast du gute Jungs zusammen. Und wie gesagt, der Trainer hat einen klaren Plan, auch was die Spielphilosophie angeht, wo ich sage, also auf Landesklasse-Niveau mit Videoauswertungen zu arbeiten und alles, das ist schon Hut ab und macht einfach Spaß. Wer wird Torschützenkönig? Du oder Toni? Boah, ich glaube, ich ganz klar. Ich glaube, Toni ist nicht so in der vordersten Front zu finden. Ich könnte mir ihn gut als ja, so Staubsauger, so ganz ein bisschen mal 5 Schritte links, 5 Schritte rechts, so ein bisschen. Das kann ich mir gut vorstellen Ja, bei ich bin mal ihm. gespannt. Er hat ja nun doch bei seinen ersten Tests ganz gut getroffen für Lieskau. Ich bin gespannt. Wie sieht es bei dir aus? Schon mit der Mannschaft? Habt ihr schon ein Spiel gehabt? Oder bist du heute sozusagen, wirst du ins kalte Wasser geworfen? Das erste Spiel überhaupt für Brenner? Nee, hab eigentlich bis auf ein Spiel oder zwei Spiele habe ich eigentlich alle Spiele gemacht in der Vorbereitung. Letzte Woche doppelt getroffen gegen Chemie Zwode. War so ein bisschen die Generalprobe, die wir, ich glaube, 5-4 gewonnen haben. Und wie gesagt, ich bin gut aufgenommen worden von den Jungs und ja, versuche natürlich, sage ich mal so, dass das Erlebte und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, natürlich weiterzugeben. Sicherlich immer irgendwo, ja, ich will die nicht ja, zu sehr ja, mit Input da irgendwie voll so also auf die drauf einprasseln und ja, man muss dann gucken, ja, ist halt dann trotzdem irgendwo noch, sag ich mal, ja, Spaß, Fußball, ja, das ist, glaube ich, das, worauf ich mich all die Jahre irgendwo gefreut habe, wenn es Ja. irgendwann mal soweit ist. Aufs Bier in der Kabine. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Kühlschrank ist immer voll, wenn du aufmachst, suchst du vergeblich mal ein Wasser oder eine Cola oder sowas.
Ja, willkommen in der Landesklasse. Aber bei uns ja, wir haben ja jetzt gerade mit Toni auch angefangen, so eigentlich immer beim Urschleim des Spielers. Und dann wollen wir natürlich auch bei dir anfangen. Angefangen, also so wie ich es weiß, Motorhalle. Vollkommen korrekt. Haben wir uns ja vor 5 Jahren schon mal getroffen, als du da die G-Jugend besucht hast. Ja, und von Motorhalle ging es ja mal dann irgendwann zum HFC. Wie war der Entwicklungsprozess? Also wie ist das vonstatten gegangen? Probetraining, Scout, also selber angemeldet gibt es ja auch. Nee, also es war halt so, also erstmal muss man sagen, dass ich relativ spät angefangen habe im Verein. Meine Mama war alleinerziehend mit 3 Kindern, so. Der Große hatte Fußball gespielt, da ja, gab es gefühlt immer nur Theater zum Training, dies, das, jenes. Ja, war dann immer ein bisschen schwierig. Die Schwester hatte dann auch die ein oder andere Sportart gemacht und es war natürlich dann ja, logistisch alles ein bisschen problematisch, wenn ich dann auch noch. Und ja, war ich eigentlich so ein Kind des Bolzplatzes, ja, was natürlich, glaube ich, meiner Entwicklung nicht geschadet hat. Bolzplatz ist, glaube ich, das Geilste, was es gibt. Ist ein bisschen schade, wenn man so jetzt die Bolzplätze sieht, die ja, runtergekommen sind oder wenig los ist. Und ja, dann irgendwann ja, durfte ich dann in den Verein gehen, war dann Motorhalle gewesen. Weil mein damaliger Sportlehrer war der Trainer gewesen bei Motorhalle und sagte, Mensch, du willst nicht mal da hinkommen? Ja, dann beim Motor gespielt und ich glaube, dann ging es relativ schnell. Ich glaube nach anderthalb Jahre im Winter ist dann der HFC aufmerksam geworden und wollten mich unbedingt haben. Und ja, so kam das dann, dass ich dann zum HFC gewechselt bin und ja, war natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer so von der, vom Training her, von der Intensität her und alles. Und ja, dann ging es alles irgendwie schnell, sage ich mal. Dann kam Sportgymnasium, dann Junioren-Nationalmannschaften und ja, auf einmal hattest du irgendwelche Nachwuchschefs und Scouts zu Hause auf der Couch sitzen, ob es der HSV, Hertha oder Wolfsburg, ja, wollten dich auf einmal alle haben und du wusstest gar nicht so richtig, was los ist. Und ich war immer so ein heimatverbundener Typ, Freunde waren mir ganz wichtig und wollte halt nie von zu Hause weg. Und irgendwann kam dann der Punkt, als wir B-Jugend mit dem HFC einen Aufstieg verpasst hatten. Ich glaube, gegen Hertha Zehlendorf damals und da war so für mich, ey Mensch, irgendwie keine Lust, noch ein Jahr in der Verbandsliga zu spielen und hatte aber auch schon viele Vereine abgesagt und dann ja, war so Dynamo Dresden noch im Gespräch und FV Dresden Nord zu der Zeit hießen die so. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und FV Dresden Nord war einfach, ja, neues Internat gebaut, also wirklich richtig top, super Anlage und hatte sich dann schon so ein bisschen rumgesprochen, dass sie echt eine sehr gute Nachwuchsarbeit hatten und ja, dementsprechend habe ich mich dann dafür entschieden, bin dann noch ein Jahr in Dresden auf die Sportschule gegangen, haben ja, B-Jugend dann Regionalliga gespielt, habe dann schon im zweiten Jahr B-Jugend habe ich A-Jugend gespielt, sind dann mit der A-Jugend in die Bundesliga aufgestiegen und haben dann ja, 2 Jahre A-Jugend-Bundesliga gespielt und ja, habe dann auch schon als, ich glaube 16-Jähriger habe ich mein erstes Oberligaspiel gemacht und zu der Zeit war ja die Oberliga auch noch 4. Liga, die eigentlich qualitativ gar nicht so schlecht war, so hat es ja damals noch Magdeburg, Jena und sowas und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, habe dann meine ersten Schritte dann im Männerbereich da gemacht in der Oberliga und dann hatte ich ein Probetraining bei Dynamo Dresden. Und ja, scheint gut gelaufen zu sein und Ralf Minge war, sage ich mal, so mein Förderer, der mich unbedingt haben wollte dann und hat das Ding dann auch durchgezogen, wobei der Wechsel halt ein bisschen sich schwierig gestaltet hatte, weil ich im Amateurvertrag bei Dresden Nord, eigentlich lief er aus, aber der Verein hat eine Option gezogen und das war ja aber eigentlich nur eine Nebenbeschäftigung und ja, da hat sich der ganze Wechsel ein bisschen wie ein Kaugummi gezogen und war dann froh, als ich endlich ja, den Weg in den Profifußball gehen konnte. Hast du irgendwann mal bereut, im HSV abgesagt zu haben? Ja, ist schwierig. Ich glaube, ja, klar, es sind
sensationelle Adressen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, vom Kopf her einfach gar nicht bereit für sowas. Und ja, im Endeffekt, ja, wie sagt man so schön, hätte Fahrradkette. Stimmt. Ja, bin ich, glaube ich, ja, zufrieden sollte man nicht sagen, aber ja, glücklich mit dem, was ich erleben durfte. Ja, gerade auch im Wechsel, sagen wir mal, vom HFC, war ja nur, ist ja trotzdem ein großer Name auch damals noch gewesen, zum FV Dresden-Nord, ist natürlich so, wenn man so die Vita sich anguckt, denkt man, ja, irgendwie versteht man es nicht. Wenn man danach natürlich guckt, Dynamo, zweite Bundesliga gespielt, passt das Puzzle dann doch schon irgendwie zusammen. Und wenn man deine Karriere dann so die Vereine anguckt, zwar irgendwie so 2, 2,5 Stunden maximal in der Halle. Also das mit Heimat verbunden trifft es sehr, sehr gut. Ja, absolut. Also ich hatte, also die Angebote waren definitiv da gewesen, um ja auch mal was ganz anderes zu machen, in eine ganz andere Ecke von Deutschland. Ja, aber ich wollte es halt irgendwie nie, weil ich halt, wie gesagt, einfach so diese Nähe ja, zu meiner Familie, gerade zu meiner Mama, zu der ich ja schon irgendwo ein sehr spezielles Verhältnis hatte, weil sie halt alleinerziehend und trotzdem gerade so mit Internat und das alles in Dresden alles ermöglicht hat und auch mich damals ja, gefühlt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende nach Dresden wieder zurückgefahren hat, die Spiele zugeguckt hat, obwohl sie auch noch zwei andere Kinder hat. Und ja, wollte ich halt nie wirklich weg. Und einmal war ich kurz davor, als ich von Chemnitz weg bin. Dann war es aber so, dass meine Frau schwanger war mit dem ersten Kind und wir uns dann halt aus dem Grund halt gegen den Wechsel irgendwo in die Walachei entschieden haben. Ich habe gesagt, komm, dann lass uns nach Halle gehen, die eigentlich gefühlt jedes Jahr angerufen haben, damals mit Ralf Kühne und Sven Köller. Da habe ich gesagt, dann lass da hingehen, dann haben wir eine Familienseite da. Und ja, so ist es dann halt wieder gekommen, dass ich nach Hause gehen durfte. Ich glaube, dass das für einen Profifußball auch irgendwo ja, ein absolutes Privileg ist, in seiner Geburtsstadt, Heimatstadt Profifußball spielen zu dürfen. Ja, nur zum Heimatverein. Also es klingt ja natürlich auch gerade für uns Fans, also kann ich immer aus der Fansicht sprechen, immer ganz gut, wenn man da jemanden hat im Kader, der aus Halle kommt. Und gerade so, wie bei dir kann man ja fast sagen, so verlorener Sohn schon in der Jugend weg. Und dann sozusagen als gestandener Profi zurückkommt, ist das ja immer ganz schön. Und es ist ja heutzutage auch relativ selten, dass du gerade auch in der dritten Liga ja aus der eigenen Stadt Leute im Kader hast. Also man muss ja, wenn man sich die Kader so in der dritten Liga anschaut, es muss halt viel zugekauft werden. Ne? Und das war auch dann die nächste Sache, auf die ich dann eingehen wollte. Du hast ja, sagen wir mal, den Jugendbereich jetzt, haben wir ja gut übersprungen. Aber wir haben jetzt, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der DFB möchte gerade bei der Jugend neue Sachen einführen. G-Jugend, F-Jugend, ich glaube auch in der E-Jugend. Die Tore werden nicht gezählt, es gibt keine Tabellen. Wie siehst du solche Sachen? Na, ganz ehrlich, also ich meine, ich kriege das ja auch mit nun bei meinem Großen, der da jetzt in der E-Jugend spielt. Also, boah, man muss, glaube ich, aufpassen, was man sagt. So, ne? Weil, also für mich ist das Schwachsinn. Für mich ist das einfach Schwachsinn. Also du kommst einfach so vom Fußball kommst du weg. Du kommst einfach weg. Und ich glaube, dass, wenn du ehrlich bist, das, was die Frauen- oder Männernationalmannschaft abliefern, ist, glaube ich, irgendwo ein Spiegelbild vom ganzen DFB. Für mich ist das totaler Quark. Fußball ist für mich, man geht raus, man kickt auf zwei Tore, es gibt einen Verlierer und einen Gewinner. Punkt, aus, Ende. Und ja, dass sie dann anfangen hier mit diesen ganzen, weiß ich, was sind das ja alles, Funinho und wie das alles heißt und ja, also für mich ist das ehrlich gesagt totaler Schwachsinn. Ja, ich habe die Woche dann noch einen Podcast gehört, Toni Kroos mit seinem Bruder Felix, einfach mal luppen. Die hatten das Thema auch aufgegriffen und da fand ich, Mensch, da hörst du mal zu, weil ich das auch gehört habe. Ich denke, Mensch, wenn du mit Sascha sprichst, dann kannst du das auch mal ansprechen. Die haben ähnliche Meinung. Die sagen, also es geht ja beim Fußball, es geht nun mal ums Gewinnen und Verlieren. Und du musst ja auch als Kind einfach mal verlieren lernen. Nein, natürlich, das ist ja das Problem. Das ist zum Beispiel was meine Frau zum Beispiel gar nicht versteht so.
wenn zum Beispiel der Große gegen mich, keine Ahnung, FIFA spielen will auf der PlayStation. Das kenne ich. Ja, ich spiele dann richtig. Ich tue nicht ihn mit Absicht gewinnen lassen. Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, ich so, im Leben, dir wird nichts geschenkt und du musst bei Zeiten, je zeitiger du lernst, mit Niederlagen umzugehen, umso besser ist es. Tut deiner Persönlichkeitsentwicklung, ist es gut? Ja, ist richtig. Ich kenne es ja, bei meinem Sohn ist es genauso. Der spielt auch ab und an. Und es muss ja auch der Ehrgeiz dann da sein, ich möchte irgendwann einen Vater schlagen. Ja, natürlich. Und irgendwann kommt der Punkt, das müssen wir alle, da wird der Sohn den Vater schlagen, ist genauso wie beim Fußballspielen. Der Ehrgeiz muss ja auch gefördert werden. Na, natürlich. Wenn ich nur gewinne, das ist ja auch nicht richtig. Oder wenn am besten, was ist es jetzt, gewinnen, verloren, keine Ahnung. Also wenn die wirklich keine Tore zählen, keine Punkte und teilweise dann werden auch die spielen dann irgendwie 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, irgendwelche Spielformen, also keine richtigen Spiele mehr. Wie heißt es, so sogenannte Festivals soll es ja dann sein. Ich finde, irgendwie geht es da verloren. Und gerade wie du vorhin sagtest, du bist Straßenfußballer, du hast auf dem Bolzplatz. Haben wir ja kaum noch. Oder? Nee. Die Spieler also werden heutzutage in Systeme gedrückt. Ja, gut, das ist ja, da geht es ja schon los mit den ganzen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber die ganzen Laptop-Trainer und alles, die haben doch nie mal gegen den Ball gehauen, aber können dir, keine Ahnung, in einem Spielzug 17 verschiedene Sachen dazu erzählen. Und sind aber meines Erachtens nicht so richtig an der Basis dran. Und wie gesagt, also gerade so mit den ganzen Bolzplätzen, ne? Ich meine, du brauchst hier nur mal gucken, du fährst hier durch Halle durch, wie ich schon gesagt habe, entweder sind sie runtergekommen oder findest kaum noch welche drauf. Also hier auf dem Paulus-Spielplatz, muss ich sagen, ist immer ganz ordentlich besucht. Ich freue mich dann nur, wenn er voll ist, der Große kicken will, dann kick schon mal eine Runde mit. Auch nicht schlecht, könnte die Kleinen gleich was lernen. Ja, das ist halt, aber wo würdest du jetzt definitiv sagen, in der Jugend, also was hat den Anstoß gegeben, dass du Profi wirst? Also war es der Willen, war es das Talent, war es beides? Was denkst du, was war ausschlaggebend? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Wille war es nicht. Weil ich glaube, so in der Nachbetrachtung, wenn ich noch mehr den Willen gehabt hätte, beziehungsweise den Willen, den ich die letzten 2 Jahre, 3 Jahre gehabt habe, hätte ich vielleicht mehr erreichen können. Also denke ich, dass es schon das Talent war. Was war so der prägendste Trainer? Also Minge wollte dich unbedingt, aber wer war jetzt von der Entwicklung her der prägendste? Also wer hat dich in die Bahn gebracht, Profi zu werden? Also wer hat das meiste gebracht? Na gut, es ging ja los. Also ja, ich sag mal, die Nachwuchstrainer da bei Dresden Nord waren unfassbar gut. Also es hat sich ja dann, wie gesagt, rumgesprochen, dass die Nachwuchsarbeit ja, schon irgendwo exzellent war. Du hast mit ja, minimalen Budget, ja, hast die Spieler, keine Ahnung, wo sie die immer alle ausgegraben haben, hattest du immer richtig gute Talente dabei. Ob es ein Toni Janschke, der, keine Ahnung, über 200 Bundesligaspiele gemacht hat, hattest immer den ein oder anderen Spieler, der ja, zweite, dritte Liga gespielt, Toni Leistner, der zweite, dritte Liga, erste Liga gespielt hat. Waren das auf jeden Fall natürlich ganz wichtige Personen so im Anfangsstadium. Und dann hattest du natürlich, als dann, sag ich mal, als es nach Dresden ging, mit dem Ede Geier, was natürlich als junger Spieler auch nicht so einfach war. Aber ich glaube, er hat mich gemocht, ich habe ihn gemocht und haben da ganz gut zusammengearbeitet. Ansonsten hast du ja natürlich, ich hatte in Dresden in 5 Jahren hatte ich 5 Trainer. Sicherlich hast du immer bei jedem irgendwo was mitgenommen. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal so, auf die prägendsten, ist natürlich jetzt schwierig. Will da auch niemanden irgendwie jetzt. Aber ich glaube, dass ein Gerd Schädlich in Chemnitz ein sehr guter Trainer war, ja, auch für mich persönlich, einfach in der Persönlichkeitsentwicklung und ja, dann der Wechsel nach Halle mit dem Sven Köhler,
der, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, jeden Spieler gleich behandelt hat. Und ja, selbst mit dem Rico Schmidt, mit dem ich eigentlich auch sehr gerne zusammengearbeitet habe, der mich damals schon ja, ein paar Jahre zuvor mal nach Auer holen wollte, haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet. Und es gab halt immer so, der eine Trainer, sage ich mal, ja, konnte vielleicht diese menschliche Schiene mehr, der andere konnte dir fußballerisch mehr beibringen. Also da gab es halt wirklich, sage ich mal, alle Typen waren vertreten. Ja, wenn man dann so hört, ne, es sind schon ein paar Koryphäen des Ostfußballs dabei. Ne? Also Gerhard Schädlich, Ede Geier, Sven Köhler, jeweils in ihren Städten, ja doch die Kulttrainer schlechthin. Hast du also einiges, wirklich einiges mitgenommen, einige Typen erlebt? Einen ganz wichtigen habe ich vergessen. Den Wolfgang Wolf. Oh. Also ich muss ehrlich sagen, das war, also wenn man überlegt, dass dieser Mensch, ich keine Ahnung, als Spieler, Trainer, ohne jetzt die genaue Zahl zu wissen, 300, 400 Bundesligaspiele auf dem Buckel hatte, er war überragend. Er war überragend, ob es menschlich war, ob es in fußballerischer Hinsicht, wie er die Mannschaft eingestellt hat. Er war ja nur, sag ich mal, Interimstrainer, damals von September bis zum Saisonende. Wir haben kein Spiel verloren unter ihm und sind trotzdem nicht aufgestiegen. Das ist natürlich harter Tobak. Ja, glaube ich, so ein bisschen das Traurigste, was man erleben kann, kein Spiel zu verlieren und trotzdem nicht aufzusteigen. Aber das war ja, vor allen Dingen in menschlicher Hinsicht ein überragender Typ gewesen. Ja. Und Ede Geier, ist er so hart, wie er immer rüberkam? Absolut, absolut. Also der stand dann schon mit der Stoppuhr da, du warst bei, keine Ahnung, 1000 Metern, solltest Zielzeit 3,45 und kommst bei 3,40 an, also warst zu schnell gewesen. Und dann guckt er auf seine Uhr, Pfeffer, du bist zu langsam. Dann gucke ich auf seine Uhr, da bist du bei 3,30 und das ist, der war schon sehr knackig gewesen, aber trotzdem irgendwo einen Humor gehabt, den ich trotzdem gemocht habe. Und man muss sagen, dass die Spieler aus dem Westen des Landes mehr Probleme hatten als die Ossis, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die sind, glaube ich, so mit der Art und Weise und dem Humor nicht ganz so klar gekommen. Ja, der ist teilweise aber auch verständlich. Also wir kriegen natürlich nur übers Fernsehen mit oder über die Interviews, wenn er da so ein paar Sprüche gebracht hat. Wie gesagt, alleine schon vom Sprachlichen her, ne? Der Slang, ja. Wo man dann so schmunzeln muss und auch weiß, was er meint. Ich denke mal, wenn man da wirklich vom Westen rüberkommt, ist unsere Art vielleicht nicht immer die einfachste. Ne? Nö. Wir Ossis sind ja doch ein bisschen mürrisch. muss man ja so sagen. Ja, aber Dynamo, zweite Bundesliga gespielt, 10 Spiele hast du. Also jeder ist froh, zweite Bundesliga mal zu spielen, aber warum nur 10? Wo denkst du, was? Also wär die Möglichkeit damals noch gewesen, nochmal in die zweite Liga zu wechseln? War die nochmal da? Also erstmal muss man sagen, dass ich damals schon in Chemnitz unterschrieben hatte. Chemnitz war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sind die aufgestiegen in die dritte Liga und ich hatte unterschrieben. Und dann sind wir dann in die Relegation gekommen gegen Osnabrück und sind dann bekanntlich aufgestiegen. Und durch den Aufstieg hat sich mein Vertrag verlängert um ein Jahr. Und ja, ist natürlich dann ja, schwierig so. Ne? Ich meine, ich war relativ jung noch, ich glaube 24 oder 25, 24, irgendwie so eine Dreher. Ist natürlich dann ja, schwierig, steigst in die zweite Liga auf, hast einen gültigen Vertrag für die zweite Liga. Da dann einfach zu sagen, okay, nee, ich mach's nicht, ist auch schwierig. Ne? Ich wollte halt einfach ja, dabei sein, hab irgendwo vielleicht auch an mich geglaubt. Ja, man muss dann auch dazu sagen, dass wir aufgestiegen sind und ja, Dynamo eingekauft hat wie die Weltmeister und wir dann gefühlt einen Kader von, boah,
Wir haben im Training 11 gegen 11 gespielt und auf dem Nachbarplatz haben noch welche Torschüsse und alles gemacht. Also es war dann schon sehr, sehr schwierig. Also wenn du überlegst, wir hatten dann zum Beispiel auch einen Toni Leistner, der nicht gespielt hat. Und ja, hattest schon, dann hattest du, würdest du niemanden wünschen, aber wir hatten so gut wie keine Verletzten, keine Sperren und es war dann schon extrem schwierig gewesen. Aber im Endeffekt, ich glaube 11 Spiele waren es sogar oder 10, na keine Ahnung, habe ich die Spiele gemacht, durfte ein Tor schießen gegen Union Berlin damals und ja, bleibt natürlich in Erinnerung. Was ich eingangs gemeint habe, wo du mich fragtest, mit Talent und Wille, ich glaube, dass das halt so ein Punkt war, so dieser Wille, dieser letzte Wille irgendwo gefehlt hat, was ich so im Nachhinein irgendwo mir persönlich schon ankreide, dass es nicht höher ging. Weil ich glaube, rein vom Talent her war es absolut möglich gewesen, definitiv. Weil das haben dann einfach auch einzelne Spiele oder sonst irgendwas oder auch Meinungen von Trainern bestätigt. Aber wie gesagt, so dieser letzte Wille war dann irgendwo nicht da. Wer weiß wieso, weshalb, warum. Und da sage ich halt so, ich hatte mich irgendwann mal mit dem Ralf Minge mal zufällig getroffen. Da hatten wir auch gesprochen und so. Und da habe ich halt auch zu ihm gesagt, weil er so meinte, so Mensch, Pfeffi, bist richtig gut drauf, performst gerade richtig gut in Leipzig und so. Und da habe ich halt auch zu ihm gesagt, ich so, jetzt nochmal so vom Körper nochmal, 10 Jahre jünger, aber den Kopf von jetzt hätte ich mich gerne mal gesehen. Aber man kann ja bekanntlich die Zeit nicht zurückdrehen. Und wie gesagt, im Endeffekt bin ich mit dem, was ich in meiner fußballerischen Zeit erleben durfte, absolut dankbar. Ja, ich denke, da wird noch gerne viele, viele tauschen. Ne? Also die Karriere, wie gesagt, zweite, dritte, auch lange in der vierten Liga, das schaffen nicht so viele. Das ist ja ein kleiner prozentualer Teil. Da kann man trotzdem, das klingt immer jetzt so negativ, aber da kann man stolz drauf sein. Ja, absolut. Also man darf ja auch nicht vergessen, ich habe 10 Jahre lang immer dritte Liga mindestens gespielt und habe trotzdem meine 224 Spiele gemacht, habe auch viele schwere Verletzungen gehabt. Die mir bestimmt, wenn ich jetzt mal kurz durchrechne, Pi mal Daumen, anderthalb bis zwei Jahre gekostet haben an Spielzeit. Muss man ehrlicherweise auch sagen, dass ich trotzdem, wenn ich fit war, eigentlich immer zur ersten Elf gehört habe. Und macht mich dann auch irgendwo stolz, dass ich, sag ich mal, gerade mit den ganzen Verletzungen immer wieder zurückgekommen bin. Beste Beispiel ist, die Verletzung, als ich zu Lok Leipzig gewechselt bin. Darauf zu sprechen gekommen? Ja, also ich bin ja schon hin mit einer Meniskusverletzung im linken Knie, die ich mir noch in Halle zugezogen habe, aber das war, sag ich mal, Pillepalle. Ging relativ schnell wieder gut. So, dann hast du nach dem dritten Spiel Knieschmerzen ohne Ende und der Doggy Bartels operiert und Ende vom Lied war ein Knorpelschaden und der Doggy sagt mir, Pfeffi, 50-50, ob du nochmal spielen kannst. Und das ist natürlich, dann musst du erstmal schlucken, hast dann, 6 Monate Reha gemacht, die keine Ahnung wie viel in meinem Leben und dass ich dann nochmal, 5,5 Jahre auf schon ordentlichen Niveau abgerissen habe, macht mich irgendwo stolz. Ich meine, dass es nicht immer einfach war, brauchen wir auch nicht drüber reden. Kommst du morgens kaum aus dem Bett raus. Die ein oder andere Schmerztablette, was sicherlich auch nicht optimal ist. Und bin ich ganz froh, dass es jetzt nicht mehr so ist. Wollen wir mal, bevor wir Lok die 5 Jahre machen, mal die HFC-Zeit. Wie hast du die erlebt? Also der HFC ist ja, muss man sagen, ja eigentlich immer die graue Maus. Also oft gegen den Abstieg, außer mal 1-2 Ausreißer. Wie hast du deine Zeit beim HFC erlebt? Erstmal war ich unheimlich froh, nach Hause zu kommen. Es war
ich werde den Tag nicht vergessen, als wir das erste Training hatten, hier öffentliches Training im Stadion. Und ja, all meine Familie und Freunde da waren, ja, hat sich gut angefühlt. Ich glaube, dass wir gerade in dem ersten Jahr eigentlich qualitativ eine gute Mannschaft hatten. Und wir auch ehrlich sagen müssen, dass wir zu wenig draus gemacht haben. Ja, vielleicht zu sehr uns so ein bisschen in den da so ein bisschen versteckt haben. Vielleicht hätte man auch, ja, sag ich mal, das Ganze ein bisschen offensiver angehen können, weil du eigentlich schon, wie gesagt, eine gewisse Qualität da hattest. Ja, und dann war es halt, wie du schon sagtest, halt immer so dieses so Mittelfeld, mal vielleicht mal zack, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, wäre viel mehr möglich gewesen. Das dritte Jahr mit Rico Schmidt haben wir eine richtig geile Hinrunde gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Waren Vierter gewesen, war absolut top. Und dann waren wir halt, ja, dann ging das auf einmal los, so in der Rückrunde. Ja, Trainer fing an, ja, sag ich mal, weil mal ein Spiel vielleicht nicht lief, ja, gefühlt alles über den Haufen zu werfen. Und ja, so hat sich das dann irgendwie, ich glaube, das war es dann fast immer so, dass wir zu Hause gepunktet haben, auswärts immer verloren haben. Und ja, im Endeffekt waren es dann 3 Jahre, wie soll ich sagen, wo einfach mehr drin gewesen wäre. Ich war froh, dass wir zweimal den Pokal gewinnen konnten. Jedes Mal im heimischen Stadion und natürlich immer gegen den verbotenen Staat war natürlich sensationell. Das sind dann halt auch so Momente, die hängen bleiben. Oder wenn ich da an das DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern denke, wo wir über 120 Minuten richtig geil abgerissen haben. Ja, das war dann schon sensationell. Ja, das war ein harter Fight, anders wie letzte Woche. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe es gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, dass es, glaube ich, für, sage ich mal, da irgendwie, eine Überraschung ist es ja jetzt auch nicht unbedingt, wenn Drittligist gegen den Zweitligist gewinnt, aber um weiterzukommen, ich glaube, da hättest du noch mehr so dieses Zwingende. Ich meine, du hattest gute Ballpassagen drin, so im Ballbesitz, aber so im letzten Drittel warst du halt relativ torungefährlich, ne? Das musst du halt auch sagen. Ja, und du hast 75. Minute mit der Einwechslung vom Wolf, da kam dann so ein bisschen Spielwitz rein, ja. Aber ansonsten fand ich relativ langsam, viel hinten rum, ja. Das heißt, Fürth hatte gar keine Mühe, sich eigentlich zu stellen, weil sie hatten die Zeit. Ja. Und da fand ich immer, dass du gerade gegen den Zweitligisten musst du vielleicht doch mal ein bisschen über dich hinauswachsen, Druck, laufen. Hat mir ein bisschen gefehlt, da hat man ja auch gestern wieder gesehen bei der 4-0-Niederlage. Die erste Halbzeit war eigentlich ganz gut und die zweite Halbzeit war halt leider Katastrophe. Ich muss sagen, ich finde unsere Abwehr wieder sehr anfällig, genauso wie letztes Jahr. Bin ich gespannt. Aber jetzt zum Ende oder das letzte Jahr beim HFC. Du wolltest ja bleiben. Das ist ja hinlänglich bekannt. Absolut. Woran hat es gelegen? Also was Trainer? Was? Ganz ehrlich, ich weiß es bis heute nicht. War für mich auch völlig überraschend und auch eine Sache, wo ich glaube ich schon relativ lange knabbern musste, weil ich denke, dass ich eigentlich schon ordentlich gespielt habe in der Saison. Ja, ich kann mich erinnern, dass es Gespräche gab im Frühjahr mit Rico Schmidt und wo ich mal so einen kleinen Hänger hatte und er dann auch fragte, Mensch, was ist los? Liegt es daran, dass der Vertrag ausläuft? Und er mir ja, wortwörtlich zugesichert hat, solange er Trainer ist, werde ich auch in Halle spielen und ja, dann kam es halt bekanntlich anders und so einen richtigen Grund hat er mir eigentlich nie genannt. Also ja, das Einzige, was sie mal gesagt haben, ist, dass sie sich verjüngen wollten. Wobei ich sage, das ist für mich immer so, ja, ich war 30 zu dem Jahr. Also das ist für mich jetzt auch kein Alter. Ja. Bestes Fußballeralter eigentlich. Absolut, absolut. Und ja, ich musste es dann so hinnehmen, was natürlich extrem
schwierig war, wie ich schon vorhin gesagt habe, in seiner Heimat, Geburtsstadt Fußball zu spielen, ist ein absolutes Privileg. Und ich fand es halt schade, dass man nicht irgendwo das Gespräch gesucht hätte, weil ich glaube, ich hätte auch in Anführungsstrichen für wenig Geld gespielt, einfach um zu Hause zu bleiben. Das ist mein Verein und fand ich extrem schade. Und dann ging es halt los. Ich meine, du warst 30, hast gerade schon gesagt, beste Fußballalter. Habe ich halt überlegt, was machst du jetzt? Ich wollte nie weg. So, die Möglichkeiten waren dann da gewesen, wegzugehen, ganz weit wegzugehen. Jetzt musst du schon. Ui, ganz weit weg, wo soll es hingehen? Nee, also Weiz, so quer Republik, halt Drittligisten gewesen. Und ich habe dann aber zu meiner Frau gesagt, du, ganz ehrlich, wegen 500 Euro oder lass es 1000 Euro sein oder was weiß ich was, muss ich hier nicht quer durch die Republik. Muss ich nicht machen, habe ich keine Lust drauf. Und habe dann halt so überlegt und geschaut, was könnte ich machen. Ja, und dann war natürlich Lok Leipzig vor der Tür gewesen, wo ich mich damals mit Florian Brückmann unterhalten hatte, weil er sein Bruder gerade zu der Zeit da spielte. Und er gesagt hat, naja, wir sind irgendwie drauf gekommen. Und hat er gesagt, Mensch, wenn du willst, kann ich da meinem Bruder Bescheid sagen. Und und so kam es dann, hatte mich dann der Scholle ein paar Tage später angerufen und war total Feuer und Flamme gewesen. Und haben uns dann getroffen und war, ich glaube, wer ihn mal kennengelernt hat, sensationeller Typ. Also wirklich, mit dem kannst du Spaß haben, ein Bierchen trinken, kann aber auch ernst sein. Und war wirklich ein geiles Gespräch gewesen und hat so ein bisschen die Vision oder die Vorstellung von Lok mir rübergebracht. Und ich hatte halt Bock drauf gehabt. So. Dann war halt so, sag ich mal, ich konnte in Halle wohnen bleiben. Dann dieses, die Nähe zwischen Lok und Halle, die Fanfreundschaft, war auch irgendwo was mir wichtig war. Dann wollte ich auch zum Verein gehen, wo du vor Zuschauern spielst. Das ist auch Fakt. Also ich bin jetzt kein Spieler, der, keine Ahnung, irgendwo in die Walachei geht, weil es da ein paar Euro mehr gibt. Aber habe ich keinen Bock drauf, dann da vor, keine Ahnung, 100 Zuschauern oder so zu spielen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, in einem Stadion, wo allerhand Zuschauer kommen, wo Tradition ist, ist doch geil. Ja, da hat ja selbst der Kane gestern im Interview gesagt, dass es unfassbar fand, wie die Stimmung Bremen gegen Bayern, dass da die Zuschauer halt 90 Minuten Stimmung machen. Nicht wie in England. Es ist ja, wenn du so siehst, du hast es ja geschafft, ne? Bei jedem Verein, ob nun Chemnitz, Dynamo, AFC oder Lok, sind immer ein paar Zuschauer da gewesen. Absolut, absolut. Wie gesagt, das ist ja, sind wir mal ehrlich, also du spielst ja wirklich Fußball, volles Stadion, am besten noch Flutlicht. Also was Geileres gibt's doch nicht. So, das stimmt, wenn es nur nicht in der Woche ist. das ist klar. Hast sozusagen deinen Wechsel keinen Spielerberater ins Rollen gebracht, sondern einen Spieler. Ja, kann man so sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass auch damals, als ich von Chemnitz dann nach Halle bin, war eigentlich so der Erste, der da ein bisschen Druck gemacht hat, war der Ziebe gewesen. Der mich angeschrieben hat und gesagt, Pfeffi, was machst du? Komm zu uns und so. Und ich so, ja, klingt gut. Genau. Ach na ja, so ist es ja. Ich sag mal jetzt so, in der Region, wo wir unterwegs sind, ist ja oftmals so, du kennst immer irgendwo in der Mannschaft irgendeinen, der dann was sagt, so hier, komm, los und so. Und, Aber die Frage ist, ist dann dieses komm her so erstmal flapsig gemeint oder und die holen sich dann sozusagen vom Verein das Feedback, Mensch, ich habe den und den angesprochen, oder kommt es auch vor, dass der Verein sagt, Mensch, Pfeffi, du kennst doch XY. Kannst du den nicht mal fragen? Ach naja, das kommt auch vor, natürlich. Also in der Vergangenheit kam schon mal ein Trainer zu mir und sagte, Mensch, du kennst doch den, kannst du nicht mal reden mit dem, dies, das. Also das kommt definitiv vor. Ich meine, ist ja auch der einfachste Weg, ne? Also brauchen wir auch nicht drüber reden.
Ja, wenn du auch so medial das halt so mitkriegst, dann hast du halt immer die Spielerberater, die haben ja jetzt auch nicht gerade den besten Ruf, so, weil sie ihre Kunden sozusagen überall anpreisen. Ne? Aber deswegen hört man das ja eher selten, dass es halt auch den Weg gibt. Wie hast du Spielerberater hast du gehabt? Klar habe ich einen Spielerberater gehabt, aber ich sag mal, im Endeffekt war es eigentlich mehr, also wir hatten nie einen gültigen Vertrag gehabt, also es war ja dann mehr ein Freund, sage ich mal, über all die Jahre. Ich kannte ihn, seitdem ich 15, 16 war und von daher war das jetzt nicht wirklich so Spielerberater, sondern mehr Freund. Aber hast du es mal mitbekommen, dass wirklich von irgendjemandem, von Mitspieler oder Spielerberater, also sagt, ja, ich biete dich da, jenes, also dass da auch Druck auf die Spieler ausgeübt wird, zu wechseln? Naja, ich sag mal jetzt so in der Hinsicht jetzt nicht so extrem, aber man hat natürlich schon in der Vergangenheit dann so mitbekommen, wenn du einen Spieler, der einen auslaufenden Vertrag hattest und du ihn gefragt hast, Mensch, ey, wie sieht's denn aus, was machst du denn, bleibst du? Und er dann anfing so, ja, mein Berater sagt, er hat da und da was und dies. Und im Endeffekt war er vereinslos oder ist dann hat halt beim gleichen Verein wieder unterschrieben. Na, solche Sachen hat man dann schon mitbekommen. Weil man hat ja auch das Gefühl, gerade bei jungen Spielern, ne, eine Saison gut gespielt oder die zweite Saison gut gespielt und dann geht es gleich von der dritten Liga am besten zu Topverein der zweiten Liga, wo man denkt, boah, das wird schwierig. Und das hat man ja gerade auch beim HFC schon des Öfteren. So, ne, gerade die Spieler, die zu Dynamo gewechselt sind, Scherbakowski ist da so ein Beispiel, wo man sagt, Mensch, den hättest du in der dritten Liga ein, zwei Jahre noch, das war zu viel. Zu Top-Vereinen der dritten Liga zu wechseln, weil der Konkurrenzkampf, also du sagtest ja gerade, Dynamo, viele Spieler bei dir damals und man hat ja das Gefühl, machen sie ja wirklich jedes Jahr, also der Kader ist immer relativ aufgebläht und natürlich für Drittliga-Verhältnisse dann auch mit Spielern, die halt auch mal locker in der zweiten Liga spielen können, da ist es ja gerade für einen jungen Spieler, finde ich, immer extrem schwer, weil du ja bei diesen Vereinen so diese Anlaufzeit, die du ja bei jetzt mal etwas schlechteren Vereinen hast, Die kannst du denen ja gar nicht geben, weil Dynamo verliert, was ist ja gestern gegen Sandhausen, ich glaube, da brennt pressetechnisch morgen schon oder die Hütte. Das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig. Da finde ich eigentlich, dass der Berater da vielleicht ja, einen kühlen Kopf bewahren sollte und vielleicht sagen, Mensch, mach doch mal. Also gute Berater werden das tun. Ja, na definitiv. Also ich glaube, es ist ja wie, keine Ahnung, kannst ja jede x-beliebige Branche nehmen. Ich glaube schon, dass es halt gute und schlechte gibt, keine Frage. So. Sicherlich gibt es die halt auf Profit aus sind und ich sag halt aber trotzdem, selbst wenn der Berater dir, keine Ahnung, sagt, ja, geh dort und dorthin, so, im Endeffekt entscheidest du als Spieler so. Und da musst du halt, sag ich mal, persönlich halt, ja, entweder bist du schon soweit oder du bist es nicht. Und dann musst du aber halt, wenn es schief läuft, die Lernen rausziehen, sag ich halt. Ja, das ist halt schwierig, im Kopf, ne, als junger als 18 oder 19 oder 20 Jahre, da kommt, Mensch, ey, der und der Verein. Und ich denke mal, da bist du natürlich schneller, oh ja, mache ich, als wie jetzt, sagen wir mal, mit 25, 26, wo du denkst, na, da denkst du vielleicht noch anders drüber nach. Also allgemein muss man sagen, dass Fußball, die Fußballwelt ist ja, aktuell sowieso verrückt. Schauen wir mal schnell nach Saudi-Arabien, das ist auch noch so ein Thema. Für 100 Millionen würdest du? Ja. Ich glaube, man kann es denen auch nicht irgendwo verübeln. So, ne? Ich meine, das ist so ein schwieriges Thema, ne? Weil im Endeffekt, man kann das gar nicht sich so vor Augen führen. Ne? Ich meine, zum Beispiel in Neymar oder so, ne? Ich meine, der hat ja bis zum Zeitpunkt jetzt hat er ja auch schon unfassbar verdient. Ne? Aber im Endeffekt, wenn ich dann zum Beispiel. Der eine hier von Chelsea, dieser Innenverteidiger, so, ne? Er sagt dann halt klipp und klar, ich mach's wegen dem Geld, weil ich kann in meinem Dorf Krankenhäuser bauen, ich kann dies, eine Schule, das, jenes. Finde ich absolut legitim. Ne? Also, ja. Ja, aber sollen sie auch ehrlich sein? Das finde ich immer, dass diese Ausreden, die sie dann halt, wie jetzt Ronaldo, ach ja, die Liga ist jetzt so gut, etc. Bei ihm verstehe ich aber den Wechsel trotzdem nicht.
er hat Geld. Er hat hunderte von Millionen. Natürlich. Also er muss es nicht mehr machen, weil die nächsten 4 oder 5 Generationen haben ausgesorgt. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, durchaus wurden da ja auch mittelmäßige Spieler verpflichtet, die da mit solchen Verträgen ausgestattet wurden, wo ich dann sage, da kann man es noch verstehen. Ne? Aber wenn ich jetzt hier Neymar oder und Ronaldo, die haben ausgesorgt, wo ich mir denke, und gerade Neymar, der 30, also wie gesagt, bestes Fußballeralter. Der Champions, wie gesagt, das ist ja, also die werden ja verschwinden. Ja, natürlich. Medial hörst du immer mal was. Ist ja wie Messi, den hörst du gerade auch nur, weil er halt jeden Spiel 1 oder 2 Tore schießt, dann kriegst du immer mal noch was mit. Mhm. Aber so Champions League wird jetzt irgendwann wieder richtig losgehen, dann sagt die Presse, ja, wir kümmern uns um die Champions League und alles, was in Saudi-Arabien und sonst wo los ist, interessiert uns nicht mehr, weil das zieht einfach mehr. Die wollen doch in die Champions League, die... Das Problem ist, vor 10 Jahren hätte ich gesagt, schaffen die niemals. Heutzutage würde ich sagen, ja, das kriegen die... Kriegen die wahrscheinlich noch hin, weil, genau, das Geld. Ja. Die UEFA sagt jetzt, alles klar, bitteschön, hier nehmen wir alles mit, die FIFA sowieso. Ist halt schwierig aktuell. Und weil wir auch so das Jugendthema haben, er hat auch mit Toni so gesprochen, der sagt so, ja, so die Jugendspieler heutzutage, die haben nicht mehr dieses, ich fange ganz unten an, sondern boah, ich bin jetzt da. Und mit Kisten schleppen oder Tore schleppen, das können ja andere machen. Hast du das auch so kennengelernt? Ja, natürlich. Also ich meine, das ist... aber jetzt, ich würde es zum Beispiel gar nicht auf Fußball, sondern ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Das ist ja die Jugend heutzutage, brauchen wir nicht drüber reden. Ich will jetzt nicht alle anprangern, aber ich meine, ich sehe es ja auch oftmals auf dem Spielplatz oder irgendwas. Die haben ja auch gar keinen Respekt mehr. Das ist ja auch Fakt. So, beim Fußball, da... Hast du in, keine Ahnung, 20-Jährigen irgendwas gesagt? Naja, die fangen dann erstmal an mit diskutieren. Ey, damals, als ich in Dresden war mit 20, habe ich nicht mal annähernd irgendwie irgendwo was gesagt. Aber die kennen es halt nicht, ne? Und ja, ist dann immer ein bisschen schwierig, da mit den Jungs umzugehen. Zum Beispiel jetzt letztes Jahr in Leipzig, wir hatten, keine Ahnung, ich glaube 3 oder 4 Spieler, die über 30 waren. Haben das Gefühl durch den Mund fusselig geredet und für mich gehörte das immer dazu, dass die Dachse, Bälle, Tore, dies, das gehört einfach dazu, das war seit, keine Ahnung, 100 Jahren so, 150 Jahren, keine Ahnung, gehört einfach dazu. Ja, das hat sich wirklich stark verändert, das kriegt man auch so mit, wenn man bei Training zuguckt, dass sich das wirklich, also die haben heutzutage ein Selbstbewusstsein, das ist halt Wahnsinn. Ne? Ja, denen wird ja auch alles abgenommen, also du brauchst ja nur in irgendwelche Nachwuchsleistungszentren gucken, die können ja gefühlt nicht mal, keine Ahnung, irgendwas ausfüllen, irgendein Dokument oder irgendwas, die können ja nicht mal einen Reisepass beantragen oder sowas. Also, das kenne ich beruflich, durchaus auch. Dass es da zu gewissen Schwierigkeiten kommen kann. Was würdest du sagen? Das Lok-Thema haben wir ja immer noch nicht so. Erfolgreichste Zeit Lok? Die letzten 5 Jahre? Oder was sagst du, wo du dich am meisten, wo du sagst, ja, also die Zeit, das war die geilste. Ist das jetzt die letzten Jahre gewesen? Also erstmal würde ich gar keine Zeit irgendwie missen wollen. Es war alles schön. Mit vielen schönen Momenten, mit nicht so schönen Momenten, die, glaube ich, im Leben einfach dazugehören. Es geht nicht immer nur bergauf und jedes hat so sein, sag ich mal, besonderes Spiel, jede Station. Und natürlich musst du so dieses Gesamt, musst du sagen, dass Lok Leipzig einfach, gerade jetzt die letzten 3 Jahre, wo du zweimal den Pokal geholt hast, wo ich Kapitän der Mannschaft war, wo du fußballerisch als Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr guten Ball gespielt hast und letztes Jahr sind wir 4. geworden, Pokalsieger in einer Pokalsaison, wo du 3 Drittligisten drin hattest. Davor das Jahr, wo du, glaube ich, 6. oder so geworden bist. Alles immer mit
musst du auch ehrlich sagen, gering Budget. Ich glaube, dass rein vom Budget, was für die Mannschaft zur Verfügung steht, Platz 9, 10 so in etwa. Und ja, du trotzdem aber eigentlich gute Jungs zusammen hattest, einen richtig guten Ball gespielt hast, dann in der einen Saison, wo wir auch relativ lange BFC Dynamo-Verfolger waren und dann, sage ich mal, uns ein bisschen die Luft ausging, weil wir arg gebeutelt waren von Corona. Da hatten wir, glaube ich, April oder was das war, hatten wir 9 oder 10 Spiele. Also es war ja unfassbar. Und dann halt mit einem Kader von 18, 19 Mann war es natürlich extrem schwierig gewesen. War schade, ich hätte gern gesehen, wenn es das nicht gegeben hätte, wie wir das Ding durchgezogen hätten bis zum Schluss. Dann hast du die verpasste Aufstiegschance mit den Relegationsspielen, was ja auch unfassbar war, weil du hattest die Saison abgebrochen Februar oder so und hast dann Relegationsspiele im Juni gespielt ohne irgendeine Wettkampfpraxis und ich meine, der Gegner hat es auch so gehabt, ne? Keine Frage, aber das war halt schon sehr schwierig. Ich glaube, wir durften, glaube ich, 2 Wochen mit der Mannschaft trainieren. Mhm. Vorher haben wir alles, ob es zu Hause war oder dann, wo es ein bisschen gelockert wurde, wo wir in Gruppen trainieren durften und so richtiges Mannschaftstraining hatten wir 2 Wochen vor den Spielen und das war halt... Ja, das war so ein bisschen der traurigste Moment, glaube ich. Ja, also man hätte es natürlich den Lockies oder gerade euch gegönnt. Gerade da mal die Aufstiegsspiele, ich glaube, die Ostmannschaften meistens in kürzeren ziehen. Auch für die Region. Also wichtig, ich bin ja auch der Meinung, ich glaube, wir sind auch viele, der Meister muss aufsteigen. Also ich finde das unfassbar bitter, wie man das machen kann, dass, wie gesagt, eine komplette Saison mit 2 Spielen kaputt gemacht wird. Mhm. Also du reißt dir eine komplette Saison den Arsch auf, um es mal so sagen, dann musst du eine Relegation spielen. Also du bist Meister und eigentlich, es nützt dir nichts. Ja, das ist ja gut, das ist ein leidiges Thema. Ich glaube, wenn man das jetzt anfängt, das auszuklamüsern, sitzen wir morgen noch hier. Ja, das ist... keine Ahnung, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also das ist unfassbar, dass du eine Saison, 34 Spiele, oder ich glaube, das eine Jahr hatten wir ja sogar 38, weil wir ja 20 Mannschaften waren in der Regionalliga. So, dann noch die 2 Relegationsspiele, hast du 40 Spiele und hast von den 40 Spielen vielleicht, keine Ahnung, 85% erfolgreich gestaltet und steigst trotzdem nicht auf. Also das ist... Also was da alles da dranhängt, das kann man sich gar nicht ausmalen, also das ist unfassbar. So, da muss ich aber sagen, dass zum Beispiel Energie Cottbus, als sie letztes Jahr Meister geworden sind, ich habe ja von der Meisterschaft bis zum Relegationsspiel, ich habe gefühlt, jeden Tag habe ich nur mi, wir müssen die scheiß Relegation spielen. Da denke ich mir so, ja, ihr könnt es doch, in dem Moment könnt ihr es nicht ändern. Und dass es so ist, wusstet ihr nicht seit gestern, so. Ja. Und da habe ich einfach nicht verstanden, ihr seid Meister geworden in einer unfassbar schweren Liga und beschäftigt euch nur damit, dass ihr Relegation spielen müsst. Seid doch froh, dass ihr so spielen könnt. So, klar, willst du direkt aufsteigen, keine Frage, so, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und da habe ich halt, musst du halt ehrlich sagen, sind sie verdient nicht aufgestiegen, weil sie in beiden Spielen einfach klar schwächer waren. Richtig. Also, stimmt. Ja, klar, wenn du in der Liga spielst, du weißt es. Ne? Du weißt es, du musst. Also das Rummeckern, das bringt dann auch nichts vorher oder allgemein, weil du es weißt. Und als Ausrede kann man es in dem Sinne dann, wenn du, also ich glaube, die haben so ja, ein bisschen draufgeschoben danach, ja, die blöde Relegation. Und das hat gehemmt oder irgend sowas, hat, glaube ich, Wolletz mal gesagt. Weil ich mir auch gedacht habe, Unterhaching musst du da halt auch spielen. Ja, ne? Natürlich. Also ist halt, und muss man auch ehrlich sagen, Unterhaching mag besser, klar besser. Ja. Also da kannst du nichts gegen sagen. Ärgerlich ist es halt trotzdem und wäre schön, wenn sie es mal irgendwann ändern würden. Aber DFB ist ja ein bisschen langsam. Definitiv. Also da muss man ja, da ist auch vieles im Argen, aber wie gesagt, da wird sich so schnell auch nichts ändern. So, und dann habe ich so jetzt gerade diese Saison
die Woche mir sofort wieder eingefallen, dass ich dieses Jahr mal eine Überschrift gelesen habe. Sascha Pfeffer, seine beste Zeit ist jetzt. War vor knapp, ich glaube, ich habe... Ja, im Frühjahr irgendwann, glaube ich. Genau, ja. So knapp müssten jetzt 198 Tage genau sein. Glaube ich. Aber bei Lok ging es nicht weiter. Warum? Mhm. Also ich muss, du weißt, wir haben ja nun schon ein paar Jährchen immer mal sporadisch Kontakt. Du weißt, dass ich dich ja auch beobachte und ich allgemein immer bei Hallensern immer gucke, was die so überall treiben. Das heißt, ich habe dich auch schon seit Dresden-Nord so mit dem Fokus. Und ich hätte alles drauf verwettet, du spielst diese Saison bei Lok. War eigentlich auch mein Plan. So, nun hat man dann auch in dem Interview so mal rausgehört, da, weißt du, da kommt's gleich. Kommt direkt, ja. Da kommt, wo ist er jetzt? Kurz Pause. Das passt wie die Faust aufs Auge. So, ja, kurze Unterbrechung. Wir waren beim Thema Vertragsverlängerung Lok Leipzig. Ich bin davon ausgegangen, du bleibst. Du bist davon ausgegangen, du bleibst. Mhm. Aber heutzutage wissen wir es besser. Du bist nicht geblieben. Was war das Problem? Schwieriges Thema. Ja, es war. Ja, ich war halt unangefochtener Stammspieler, Kapitän der Mannschaft und denke, dass ich auch die letzte Saison. Ordentlich abgespult habe, 12 Tore, ein paar Assists gehabt und immer vorne weggegangen und alles. Und irgendwann kam der Tag, es war sogar ein 1. April gewesen, als der Trainer mich reingeholt hat und viele Dinge gesagt hat, wo ich erstmal erstaunt war und die ich einfach nicht so gesehen habe und bin raus, habe einen Mitspieler geschrieben, dass der Trainer mich auseinandergenommen hat und er hat gesagt, ja, April. Ich sage, nee, wirklich und so. Und ja, so hat das Ding dann seinen Lauf genommen, wo am nächsten Tag wir Derby gehabt haben bei Chemie und als Kapitän der Mannschaft im Derby, was bekanntlich das wichtigste Spiel ist gegen Chemie. Ohne Krankheit, ohne Verletzung, ohne irgendwas auf der Bank zu sitzen, war sehr hart. Und so hat sich das dann, sage ich mal, die nächsten Wochen und Monate hingezogen und war für mich natürlich extrem schwierig. Ich sag mal so, ich sag nicht, dass er komplett Unrecht hatte, sage ich nicht. Ne? Also sicherlich waren so dann in der Vergangenheit Spiele dabei, wo ich nicht schlecht gespielt habe, aber anders gespielt habe und dadurch vielleicht nicht mehr so effektiv war. Darfst halt nicht vergessen, ich hatte halt in der Hinrunde nach 11 Spielen 7 Tore. So am Ende der Saison sind es 12 geworden. So ist halt, ja. Vielleicht lief es auch die ersten 11 Spiele über den Schnitt und danach normal. Kann man sehen, wie man will. Ja, und das war dann halt mal draußen, mal drinnen, mal draußen. Und einfach so dieses Gesamte, wie er mit mir umgegangen ist, war einfach in meinen Augen respektlos. Ist einfach so. Wie gesagt, er kann seine Meinung haben, er kann sagen, es reicht nicht mehr oder dies, das. Wobei ich sage, das kann man jetzt auch nicht begründen, dass es nicht mehr reicht, weil wenn ich dann gespielt habe, habe ich abgeliefert, habe Tore, Vorlagen und wir hatten dann einige Gespräche, wo es auch immer, er will mich behalten, wichtiger Spieler, dies, das. Aber ich glaube, dass ich einfach zu lange schon in diesem Fußballgeschäft dabei war und für mich kam es halt nicht ehrlich rüber. Ich hatte das Gefühl, dass er
irgendwo Angst hatte, mir einfach zu sagen, du Pfeffi, pass auf, du bist mir zu alt, du bist mir zu schlecht, ich will mich umorientieren, ich will jungen, anderen Spielertypen, keine Ahnung was, kann ja alles sein. Ist ja okay, ist ja legitim. Hätte ich gesagt, gut, okay, dann findet man eine Lösung. War ja auch im Dezember gab es Gespräche über eine Zukunft im Verein. Was ich mir hätte vorstellen können, ja, es war halt immer die Prämisse, noch mindestens ein Jahr zu spielen. Ich meine, wir haben ja vorhin schon gesprochen, viele Verletzungen gehabt und alles. Und dass es alles auch nicht mehr so einfach war, ist auch ein Fakt. Und nichtsdestotrotz habe ich mir zugetraut und war mir auch sicher, dass ich ein Jahr auf dem Niveau auf jeden Fall noch schaffe. Und ja, es kam dann anders. Wie ich halt gerade gesagt habe, ich hatte halt das Gefühl, dass er nie zu 100% ehrlich war oder keine Ahnung, vielleicht wollte er es nicht mir ins Gesicht sagen, dass es nicht mehr reicht oder irgendwas. Hätte alles machen können, alles gut. Ja, und dann war es halt, war ich dann an so einem Punkt, wo ich überlegt habe, wie geht's weiter, was willst du machen? Und bin dann, sage ich mal, zu der Entscheidung gekommen, dass ich ins Berufsleben starten möchte, unterklassig ein bisschen kicken will. Ja, und dann kam das halt so. Sicherlich zum Ende hin Fehler auf beiden Seiten, kreide ich mir auch an, ganz klar, dass ja, gerade was die Kommunikation angeht, war nicht optimal gewesen, keine Frage. Aber ich war halt einfach auch irgendwo an einem Punkt, wo ich extrem enttäuscht war, weil ich einfach, glaube ich, gerade die letzten Jahre dem Verein so viel gegeben habe, Woche für Woche meinen Körper geschändet habe und von heute auf morgen soll ich zu alt sein. Das war für mich, nicht hinnehmbar, und ich meine, dass der Verein dann ein Angebot macht oder beziehungsweise er das Angebot macht, hätte ich dir im April sagen können, als es losging, dass es so kommen wird, habe ich zu meiner Frau damals schon gesagt, dass es so kommen wird, und der Verein hat ja dann im Nachhinein nach außen kommuniziert, ja, dass ich ja trotzdem Top 5 Verdiener, bla bla bla. Darum geht es mir nicht. Das Geld ist, ich meine, du spielst nicht bei Lok, weil du reich wirst. Ist auch Fakt, ne? So, aber für mich war es einfach so, dass ja, die fehlende Anerkennung, die Wertschätzung, das, was ich geleistet habe und das, was mir dann ja, weggenommen wird an Geld, stand für mich in keinem Verhältnis. Zumal halt auch, gut, kann der Verein nichts dafür, dass ich in Halle wohne, aber der Aufwand und der Ertrag war für mich einfach nicht mehr gegeben. Wo du, ja, keine Ahnung, im Monat 300, 400 Euro Benzinkosten hast, so, dann wird dir ein großer Teil weggenommen und hast eine Familie zu ernähren. Und da bin ich halt einfach, habe ich eine Verantwortung meiner Familie gegenüber und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass es bei Lok nicht weitergeht. Es war sehr traurig gewesen, definitiv, weil ich mir glaube, das anders vorgestellt hätte, das Ende besser vorgestellt hätte. Und, aber im Fußball ist es nun mal so. Fußball ist ein undankbares Geschäft, ist ein schnelllebiges Geschäft. Und ist schade, aber habe ein bisschen gebraucht, das zu akzeptieren. Und habe jetzt den Spaß am Kicken wiedergefunden und freue mich heute auf den ersten Spieltag. Und bin, glaube ich, so mit der Entscheidung zufrieden, sage ich mal. Das Lustige war, nachdem ich es offiziell gemacht hatte über Social Media, kamen dann noch Regionalliga-Anfragen. Oh. So, wo wirklich auch Top-Verein und was einen natürlich nochmal zum Nachdenken bringt, aber eigentlich ist schon für mich, sag ich mal, die Entscheidung mit dem Arbeitsleben getroffen habe und eigentlich auch schon die Zusagen gegeben habe, die mündlichen Zusagen, war es dann natürlich nochmal extrem schwierig,
hab's, ja, haben wir da Gedanken drüber gemacht, nochmal, glaube ich, anderthalb Wochen oder so. Und war nicht einfach für mich, da den absoluten Schlussstrich zu ziehen. Und ja, hab's dann aber gemacht. Und wie gesagt, jetzt, ja, irgendwo, sag ich mal, so dieses neue Leben irgendwo, ja, genießen, sag ich mal. Klar ist es was anderes, sag ich mal, von Montag bis Freitag, von früh bis nachmittags arbeiten zu geben, aber das arbeiten zu gehen, aber ist nun mal das Leben. Ja. Das ist definitiv, machen zig Millionen andere Bürger auch. Und bin dankbar für das, was ich im Fußball erleben durfte. Und ja, jetzt ist ja jetzt nicht so, dass ich mit dem Fußball komplett abgeschlossen habe. Ich habe die B-Lizenz als Trainer, habe jetzt dieses Jahr noch drei Fortbildungsmaßnahmen, um die zu verlängern, die B-Lizenz. Und soll nicht das Ende der Fahnenstange sein. Natürlich, ja, wenn es die Möglichkeit gibt oder wenn ich auch, ja, davon überzeugt bin und 100% dabei bin und Bock habe, hätte ich schon, ja, also könnte ich mir vorstellen, im Trainer-Business zu arbeiten. Vielleicht nicht unbedingt in erster Front, sondern eher so in die Co-Trainer-Schiene. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wie wir schon gesagt haben, es kommt immer anders, als man denkt. Richtig. Und ja, da lasse ich mich einfach, was die Zukunft betrifft, einfach überraschen. Eine Co-Trainer-Schiene heißt Männerbereich oder würdest du auch erstmal im Nachwuchs anfangen? Ich würde natürlich auch mal Nachwuchs anfangen. Ja, ich kann es ja sagen. Ich meine, ich saß mit einer HFC zusammen bezüglich des offenen Postens des Co-Trainers bei der U19 und hatte da ja wirklich überragende Gespräche mit Herrn Giefer und Herrn Krause. Ja, war super. Ich habe sehr, sehr lange drüber nachgedacht und alles. Und ja, ich hätte es liebend gern gemacht, aber im Moment war es halt einfach noch nicht umsetzbar. Ja, der Aufwand ist hoch, ne? Ja, Aufwand ist brutal. Und ja, jetzt ist es, ja, ich bin ja bewusst den Weg gegangen, zu sagen, komm, ich ziehe einen Schlussstrich mit dem Fußball erstmal, um halt irgendwo auch die Zeit zu genießen mit der Familie. Wir haben jetzt Urlaub gebucht für die Herbstferien. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich zu meinem Geburtstag im Urlaub bin. Ich werde 37 und das ist schon, ja, ist irgendwo ein neues Lebensgefühl, was ich, glaube ich, jetzt auch wertschätze und erstmal genießen will. Und wie gesagt, alles, was kommt, lass ich mich überraschen. Ja, hatten wir schon mit Toni so dieses, ich kann jetzt einfach mal Urlaub machen, wann ich will. Natürlich muss ich nach den Kindern richten, ja, ist ja klar. Aber es ist ja schon anders, als es wird dir immer vorgegeben. Wie gesagt, im Oktober geht es ja nicht. Ihr könnt ja meistens nur Sommer und dann halt im Winter zwischendurch mal Osterferien oder sonst was, ist es halt nicht möglich. Das ist halt das Schöne am Jetzt, auch wenn du von Montag bis Freitag arbeiten gehen musst. Aber du hast halt andere Freiheiten jetzt. Mhm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch so, du kannst ja vielleicht beim Sohnemann mal Co-Trainer machen. Das, ja, na, da habe ich ja ab und zu mal auch schon mitgemacht. Aber das ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen, mit solchen Kindern. Ja, das ist ein Gewusel. Natürlich, wie gesagt, wir hatten ja auch Fanfragen ein paar. Einer ganz besonders, da ging es um eine Fahrgemeinschaft. Von Halle nach Leipzig. Vielleicht kannst du da was zu erzählen. Da gab es wohl mal eine. Ja, wir hatten eigentlich immer eine ganz, ganz lustige mit dem Krugi, Toni Hartmann und Pascal Panier. Ja, das waren schon sehr lustige Fahrten, die man auch, ja, die vergisst man einfach nicht. Ne? Ich meine, das ist sowieso so ein Punkt, den ich auch immer zu meiner Frau gesagt habe. Den Moment werde ich irgendwann mal vermissen, nicht in der Kabine zu sitzen und auf gut Deutsch Scheiße zu quatschen. Das werde ich irgendwann vermissen. Das ist, ja, da hat er geschrieben. Wer musste fahren? Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer fahren wollte, weil die anderen mir zu langsam gefahren sind. Ui. Das ist, hätte ich nie sollen. Ich hätte gedacht, Krugi, hundertprozentig. Nee, ich bin einmal mit Krugi gefahren, bin fast ausgerastet. Da habe ich gesagt, nee, Krugi, komm, lass. Der fährt langsam?
Ja, also nicht so, wie ich fahre. Aber ich bin, ich fahre immer nach STVO. Das ist wichtig. Der härteste Gegenspieler. Der härteste Gegenspieler? Den du jemals hattest, wo du das, also wo dir echte Zähne ausgebissen hast. Da gab es schon einige, ne? Also ich muss sagen, wer ganz eklig war, damals, als ich noch jung war, war der René Klingbeil von Aue. Der jetzt Trainer in Jena ist, gegen ihn gespielt. Ganz, ganz eklig. Also wirklich ganz eklig. Ja, ansonsten hast du immer mal den einen oder anderen, der dazwischen wurzelt und wo es immer ein bisschen auch mal wehtut. Ich überlege gerade. Krugi, ja gut, Krugi war zu langsam. Naja, wie gesagt, es war schon immer mal. Ja, aber du hast auch noch so, also wir haben es vorhin schon drüber gesprochen, aber ein besonderes Erlebnis mit einem Nationalspieler, ne? Also nicht so ganz so schönes Erlebnis? Ilkay Gündogan? Ja, das war natürlich ein ganz bitteres Ding gewesen. DFB-Pokal gegen Nürnberg, wo er noch ganz jung war. Kommt ein Ball, ich will eine Finte machen, also Körpertäuschung rechts und will nach links weggehen mit einem Außenriss. Er kommt von hinten und stochert und schubst mich und ich verliere das Gleichgewicht. Zack, Knöchel gebrochen links und rechts im Knie, habe ich mir das Innenband gerissen. War natürlich, ich war noch jung, war glaube ich zu dem Zeitpunkt richtig gut drauf gewesen. Und dann ging glaube ich so das ein bisschen so los mit den ganzen Verletzungen. War fit gewesen, nachdem ich fit war, 2 Monate später, habe ich mir das Syndesmosenbandriss, gerissen im rechten Sprunggelenk. Ja, so hat sich das dann wie so ein roter Faden durchgezogen. Chemnitz war eigentlich okay soweit, 2 Jahre, habe ich auch fast alle Spiele gespielt, hatte ich bloß mal weiche Leiste beidseitig operiert. So, dann bin ich nach Halle gekommen, habe mir die Schulter ausgekugelt. Ja, dann Leipzig, wie gesagt, Knorpelschaden im Knie, Meniskus. Ja, haben wir schon einiges mitgenommen. Aber immer wieder zurückgekommen. Ich war auch ein Spieler, der nie irgendwelche Wehwehchen hatte. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt jeden Trainer fragen würdest, den Pfeffer, den musste ich sogar bremsen, weil der immer trainieren wollte und sich nie rausnehmen wollte. Also doch nicht fehlender Ehrgeiz. Aber auch so erst die letzten Jahre entwickelt. So, deswegen sage ich so, jetzt noch mal so 10-12 Jahre jünger und den Ehrgeiz und den Kopf von jetzt, glaube ich, ganz geil. Gute Mischung. Das beste Tor, was dir in Erinnerung geblieben ist? Das beste Tor? Also das Schönste, wo du sagst, das war mein... Na, also ich muss ehrlich sagen, Drittliga-Zeiten habe ich auch nicht so viele Tore gemacht. Aber ich sage ganz ehrlich so, ein geiles Tor, einfach auch rein von den Emotionen her, war das 1-0-Siegtor gegen Chemie im Derby. Weil das war einfach volles Haus, war das erste Derby seit langem, wegen Corona, dies, das. Und war ein typisches 0-0-Spiel und habe das Ding selber eingeleitet mit einem Doppelpass mit Erik Fufak und dann in die kurze Ecke reingeballert. Und dann einfach die Emotionen, war einfach sensationell. Wie ist das jetzt, wenn da so ein Chemiker in die Kabine kommt, ein Trainer? Wird gestichelt oder ist da... Ach nee, das ist ganz entspannt. Es sind doch auch nur Menschen. Am ersten Tag bin ich in die Kabine gekommen und hat er mich gefragt, ob meine Hose ihn stören würde, weil er eine Chemiehose beim Training anhatte. Ich sagte, du Junge, alles ganz entspannt. Ich meine, du hast ja auch jetzt gerade so von Lok zu Chemie sind ja auch immer einige Spieler gewechselt. Halle Magdeburg ist ja auch mal der ein oder andere Spieler gewechselt. Das ist ja nun mal so. Ich meine, das ist ja, sag ich mal, gerade bei den Fans ist das natürlich, noch ein bisschen intensiver das Ganze, klar, verständlich. Und ich hätte es wahrscheinlich nie gemacht im Leben, so solche Wechsel. Aber gut, jeder tickt da halt anders, ne? Sonst, wo du sagst, so spezielle Momente so beim Fußball, wo du sagst, Mensch, das war so ein
Ja, das werde ich auch nie vergessen. Also, ja, gerade wir hatten ja vorhin lustige Gespräche oder ein so Fauxpas oder irgendwie sowas, wo du sagst, hey, das ist eine Geschichte. Ja, was heißt solche Geschichten? Also war ein Spiel, was glaube ich, ja, mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, ist DFB-Pokal, erste Runde mit Dynamo Dresden gegen Bayer Leverkusen. Wir aufgestiegen in die zweite Liga, Leverkusen als Vizemeister nach Dresden gekommen in der ersten Runde. Ja, nach 50 Minuten oder 55 Minuten steht es 3-0. Michael Ballack kommt rein, so, dann ja, machst du es 1-3, du denkst dir so, Ehrentor, so, dann auf einmal 2-3, auf einmal merkst du so, die Fans, unfassbar in Dresden, ne, also brauchen wir nicht drüber reden. Und einmal, du merkst so, Mensch, hier könnte doch was passieren, so, du machst es 3-3 und das Spiel geht in die Verlängerung. Ja, wirklich unfassbar. So, ich bin in der Verlängerung dann reingekommen. Und dann war ich glaube so 113. Minute. Ich habe schon so, ich so, boah, wenn das Ding in Elfmeterschießen geht, boah, ich schieße auf jeden Fall, habe ich mir so gedacht. Ne? Und dann war Eckball. Ich so, oh, scheiße, Pfeffer, wo stehst du? Gar keinen Plan mehr gehabt, wo ich zugeordnet war. Habe mir irgendwo hingestellt, so, Ecke kommt rein, wird am kurzen Pfosten rausgeköpft. Vor mir ist eigentlich Hanno Balic am Ball. Ich komme von hinten angerannt, schreie wie ein Bekloppter. Er hat einen Stockfehler, Ball geht unten drunter durch. Ich spiele Doppelpass und spiele dann den Ball in Lauf von Alexander Schnetzler. Und er läuft, weiß ich nicht, gefühlt kam es vor wie eine Ewigkeit auf das Tor drauf zu als Linksverteidiger und chippt den Ball mit seinen schwachen Linken über den, ich glaube, Yeldell war da im Tor gewesen und 4-3. Und diese Emotion, was da in dem Moment los war, du gucktest in die Gesichter von den Fans und alles, das war sensationell. Habe ich mir jetzt erst vor ein paar Tagen wieder, weil ich irgendwas bei YouTube, da hat es mir das angezeigt, habe ich mir das angeguckt, da saß ich da und habe Gänsehaut gekriegt. Und also, ja, sowas Geiles und sowas ja, bleibt dann, glaube ich, ein Leben lang im Kopf und ja, freue mich dann, wenn ich dann meinem Großen solche Sachen zeigen kann. Ja, da kann man, wie gesagt, auch stolz drauf sein. Wir sehen dich nochmal im Bubble. Ja, bei Toni sein Abschiedsspiel freue ich mich total, ja, dann da nochmal zu spielen und auch, ja, ich glaube, ihm die Bühne, die er verdient hat, ja, einfach nochmal zu geben und ja, einen schönen Abend da auf den Rasen zu bringen. Ja, wird, glaube ich, echt eine richtig geile Geschichte. Ich bin es ja auch, sag ich mal, mit den ganzen Verletzungen, habe es am eigenen Leib gespürt. Und bei ihm ist es ja irgendwo noch ein Zacken schärfer, weil er halt ja, aufgrund der Verletzungen einfach auch gar nicht mehr in dem Maße zurückgekommen ist. Ich hatte ja das Glück, dass ich immer noch mal irgendwo zurückgekommen bin und ja, er das nicht hatte. Und tut mir unfassbar leid für ihn. Und, ja, da hoffe ich natürlich, dass wir da halt diesen Abend für ihn zu einem ganz, ganz besonderen Abend machen können. Mit was für Spielern hast du noch so von früher Kontakt? Gibt es da noch so gerade Ex-HFC-Spieler oder? Ja, ich sag mal jetzt so, klar tut man immer mal, wenn man den einen oder anderen sieht oder mal kurz einen Plausch oder man schreibt mal ab und zu, aber jetzt so intensiven Kontakt habe ich eigentlich nur noch so Dominik Rau. Habe ich ganz guten Kontakt, Marcel Franke. Ja, und dann ist eigentlich schon so ein Punkt, wo du dann eigentlich schon, ja, gut, Linde, klar, logisch. Aber ansonsten ist da auch nicht mehr so viel. Und Krugi noch ein bisschen. Ja gut, der hat ja nicht oben mitgespielt, ja, in der dritten Liga. Der durfte nicht. Ja, so, da wären wir eigentlich schon so weit durch, weil ich glaube, mit dir könnte man sich stundenlang unterhalten. Ach ja. Du hast jetzt noch einen wichtigen Termin und nachher noch fast genauso wichtigen. Also du musst noch zum Sohn und ja, nachher noch, genau, spielen. Genau. Und daher ist das hier fürs erste Mal. Ach nee, wir können noch mal, da können wir richtig lange, da können wir auch mal ins Detail und alles gehen. Da holen wir noch Krugi und Toni dazu, dann wird es ein ganzer Tag. Das wird, das. Aber wir haben ihm das auch schon mal vorgeschlagen, also von daher. Das musst du auf jeden Fall Markus vorschlagen. Also wir zwei haben auch ein sehr besonderes Verhältnis, sagen wir es mal so. Wir mögen uns sehr und. Krugi ist geil.
Also das, er war sehr enttäuscht, dass ich nicht nach Zürich gekommen bin. Und, aber die haben ja jetzt das erste Spiel, haben sie auch gewonnen, habe ich gelesen. Ja, ja, es wäre natürlich noch lustig gewesen, wenn die nicht aufgestiegen wären und alle in der gleichen Gruppe. Das wäre Landesklasse, wäre schon witzig gewesen. Beim Derby natürlich Lieskau oder beim Spiel Lieskau-Burena. Wir spielen, glaube ich, dritter Spieltag spielen gegen Lieskau. Ja, ich gucken, wenn nicht gerade HFC-Spiel ist, sind wir da. Supporten. Schauen wir mal. Ja. Wir machen den Wetttopf, oder? Also wer wettet, wer mehr Tore schießt, überhaupt ein Tor beim Spiel, werden die Wetten angenommen. Ich werde gleich mal loslegen heute. Oh, wir gucken mal. Ja, ich hoffe, wenn es nicht ganz so warm wird, weil ich glaube, bei euch ist ja ein paar Bäume stehen drumherum. Ja, aber ansonsten ist, ein paar Bäume stehen schon drumherum. Wir haben direkt am Spielfeld haben wir sogar Kältetonne. Da kannst du abkühlen gehen. Oh. Mit Brunnenwasser irgendwie. Das ist nicht schlecht. Okay, na gut. Dann sind wir für heute raus. Jawohl. Und sehen wir uns beim nächsten Mal.